Schönen Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte gerade sagen, ich starte das Video heute allein, aber du. Was ist los, Hebi? Gehst du schwimmen heute? Ja, ich dachte, ich springe einmal in Rheinski. Ja, nice. Direkt von hier Rheinski. Es ist immer noch extrem heiß, beziehungsweise wieder. Wir haben die kurze, ja, was war das, die kleine Regenwolke, die einmal vorbeigeflogen ist, haben wir überwunden und die Hitzewelle existiert wieder. Und wir haben heute extrem Cooles vor. Wir sind ein bisschen unter Zeitstress. Wie immer, das braucht man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir werden jetzt gleich was Cooles aufnehmen. Dann haben wir doch, wir nehmen euch einfach mal mit. Ja, warum nicht? Und du gehst jetzt wirklich so. Ich ziehe mir gleich noch eine Hotpan an. Die liegt hier irgendwo. Ah, da liegt sie. Oh, gut. Komm, hol sie! Ja, Kleini! Okay, alles klar. Weirdo. Ich bin fertig. Hübsch, hübsch. So, wir werden nicht nur mit der Kamera aufnehmen, sondern auch wunderschöne Drohnenshots machen. Deswegen habe ich hier gerade ein Update gemacht. Oh, habt ihr schon gesehen, was geleakt wurde? Die Mavic 2 kommt auf den Markt. Ich bin immer noch ein absoluter Mavic Pro Fan, aber natürlich bin ich sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich. Let's go. So, liebe Freunde, willkommen zurück nach den Impressionen. Wir haben uns gedacht, da wir jetzt den ganzen Tag mit einem wundervollen Rolls-Royce wie diesen hier gedreht haben, möchte ich ihn euch natürlich nochmal im Detail zeigen. Nicht nur von außen, habt ihr schon ein bisschen gesehen, sondern auch von innen. Wir haben ja das Privileg, weil der Wagen unseren Nachbarn gehört. Und die haben uns jetzt die Chance gegeben, natürlich heute, weil wir ein bisschen was für die gedreht haben, jetzt einfach nochmal reinzuschauen. Für die Leute, die sich auskennen, die wissen wahrscheinlich wesentlich mehr als ich. Ich kenne mich gar nicht aus, habe gerade nur ein paar Fakten von dem lieben Fabian gehört. Einer der wenigen letzten gebauten 12 Zylinder, 6,75 Liter Hubraum. Das muss man sich vorstellen, ein Riesenmotor, 460 PS, gebaut um zu gleiten. Wahnsinnig großzügiges Fahrzeug. Man hört drin ja auch gar nichts. Das Ding ist so krass isoliert. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein Elektrofahrzeug. Genau, also man muss wirklich sagen, für einen Benziner natürlich wahnsinnig leise, toll isoliert. Und dadurch, dass der Motor so groß ist, eine niedrige Drehzahl, ganz leiser Motor, so soll es sein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie solch ein gigantisches Fahrzeug von innen aussieht. Kommt mal mit. Das Geile ist ja übrigens auch, die Tür öffnet sich auf der hinteren Seite in die falsche Richtung. Ich habe heute gehört, das ist dazu da, weil es natürlich wichtig ist beim Rolls-Royce, die Leute perfekt zu präsentieren, wenn sie dann aussteigen, dass man wesentlich besser von vorne fotografieren kann. So, jetzt kommen wir mal rein und schauen mal, wie viel Platz in diesem Riesenfahrzeug ist. Ich glaube, der Stuhl ist schon relativ weit hinten und trotzdem könnte hier quasi fast noch eine weitere Person sitzen, auf super entspannt. Schönes beiges Leder, wirkt sehr hell und dadurch noch mal ein bisschen geräumiger. Oh, hier vorne, guckt euch das mal an, richtig schöne Verarbeitung. So einen richtig schönen Holzlook. Das mit dieser wundervollen Kulisse, dem Rhein im Hintergrund, das ist schon echt schön. 470 PS, das Ding geht ab wie Schmitz. Katze. Ich würde ihn gerne jetzt mal testfahren für euch. Moment, die Nachbarn sind natürlich mit dabei und wollen auch gucken, dass ich hier keine Scheiße baue. Deswegen machen wir das ein anderes Mal. Seit 1910 ist der Phantom oder Phantom die teuerste Serie von Rolls-Royce gewesen. Das heißt, das ist das Größte und Beste hier, was man bekommt. In der Grundausstattung 450.000 Euro und das geht ab bis 600.000, 700.000, 800.000 Euro. Das heißt, wir befinden uns hier gerade in einem
Luxusschiff, könnte man schon sagen. Gibt es hier auch eine Minibar? Nein, die Minibar gibt es hier nicht, aber dafür hier diese wunderbaren Türen. Die Tür ist offen und ihr möchtet sie schließen, dann drückt ihr hier einfach auf diesen Knopf. Finde ich hier gerade. Krasses Ding, können wir sich dran. Oh, ihr habt auch ein Schiebedach? Guck mal, Freunde. Wir haben jetzt hier oben die Uhr mit der Uhrzeit, ganz sexy. Und dann können wir per Knopfdruck das Navi einschalten. Und wofür ist das Piepen? Für Übergewicht? Für der Schlüssel steckt noch. Ah, Schlüssel steckt noch, okay. Ja, super sexy. Also ich würde euch empfehlen, hier vielleicht noch eine kleine Minibar mit Champagner hinten mit einzubauen. Gute Idee. Man mag den gar nicht anfassen. Was für ein krasser Kühlergrill. So, jetzt muss ich euch nochmal die Emily hier vorne vorstellen. Das ist diese kleine Figur, die so ein bisschen aussieht wie ein Engel. Das war scheinbar die Geliebte einer der Royce-Gründer damals. Wie geil ist das denn? Ach, zur Sicherheit. Ja, man kennt das ja. Von anderen Fahrzeugen werden einfach die Abzeichen vorne weggeklaut. Und hier kannst du die Emily einfach einfahren. Emily stand an einem Fenster und die Vorhänge sind durch einen starken Wind quasi an ihren Körper geweht und deswegen ist diese Form zustande gekommen. Wurde dann direkt auf jeden Rolls Royce in dieser Form draufgesetzt. Wunderschön. Ja, vielen lieben Dank euch, dass wir hier mal ein bisschen was zeigen durften. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Rolls Royce haltet und was euer Lieblingsauto ist. Wir sehen uns gleich nochmal ganz kurz zu Hause und sehen mal, was Sambibo Leckeres gekocht hat, denn ich habe verdammt nochmal Hunger. Nichts gegessen heute. Nur Frühstück. Zwei Scheiben Brot. That. Ich möchte euch eine Sache noch zeigen, und zwar, wenn ein Rolls-Royce fährt, dann bleibt die Felge bzw. das Logo in der Felge stehen. Super geil. Wie nice ist bitte das? Rollsy! I'm ready, let's go! So, Bibo, du hast was verpasst. Baby, ich bin wieder da. Hallo, ich bin auch gleich fertig. Was gibt's Leckeres? Macaroni mit Tomatensauce, bisschen auf scharf mit Paprikamark und Blattspinat. Das sieht richtig gut aus. Müsste auch so in 2 Minuten fertig sein. Also das ist perfektes Timing. Bin kurz vorm Wegknicken, ich kann nicht mehr. Du hast aber was verpasst. So, kann ich mir das Video angucken? Also Baby, müssen wir uns entscheiden. Entweder ein Rolls-Royce Phantom oder Villa Cibo auf Lombok. Ist ungefähr im selben Preisrahmen. Villa Cibo. Ihr seht mich ja übrigens am Kochen, deswegen sorry dafür, dass die letzten Dienstage keine Folgen Cibos Kitchen gekommen sind. Nächste Woche Dienstag, also in einer Woche genau, kommt auf jeden Fall eine neue Folge. Aber wir waren viel unterwegs und irgendwie wollte ich mir was Neues einfallen lassen und ich habe ja viele Rezepte jetzt, dementsprechend wir wird können das einmal ein bisschen ganz kurz aufwendiger. Sneak peeken nee, vielleicht? Nicht? Gar nicht sneak peeken? Nee. Gar nicht? Okay. Dann, ob ihr es gesehen habt oder nicht, ist schon euer Pech. Nächste Woche geht's weiter. Ich werde jetzt gleich das Essen wundervoll genießen mit dir zusammen. Und dann werden wir den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen und danach tatsächlich direkt dieses Auto, auch dieses Video schneiden. Ihr merkt, mein Hirn ist gebraten. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt schon... Was für ein Abend ausklingen lassen. Es ist 7:30 und wir essen jetzt Mittag. Hallo! Das heißt, um 8 Uhr geht's ins Büro. Juhu! Ich wollte gerade sagen, ich gehe direkt nach dem Essen schlafen, aber... Und das mit 10 Uhr schlafen gehen, kannst du auch knicken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann geht ihr so schlafen? Weil wir haben uns eigentlich vorgenommen, um 10 Uhr schlafen zu gehen, damit wir um 6 Uhr aufstehen können. Das klappt leider nicht immer so. Also gestern war wieder ganz gut. Du warst ja nicht da. Ich weiß nicht, wenn du gestern ratzen gegangen bist. Wann bist du denn schlafen gegangen? So. Aber nicht um 10. Nee, nicht um 10, aber auch nicht um 11. 2 Uhr morgens. So, liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert sehr gerne den Kanal. Haut alles in die Kommentare, alles was geht, supportet uns. Das gibt dem Algorithmus ein bisschen Butter zwischen die Fische. Das macht keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Alles klar, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssikowski, stay positive.